Grüß Gott, ihr Lieben. Ich möchte heute mit euch mal ein wenig über meine Arbeit, meinen Weg mit den Engeln sprechen und euch erzählen, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass ich mit den Engeln arbeite und wie kannst du davon profitieren? Ich bin gespannt, wie dir dieses Video heute gefällt und was du mir dazu in den Kommentaren schreibst. Also, bei mir hat eigentlich alles angefangen. Ich kann gar nicht sagen, wann genau. Also ich würde sagen, schon immer. Ne? Solange ich überhaupt ein Bewusstsein in der Hinsicht habe, dass ich mich rückerinnere, haben die Engel, Jesus Christus, Gott in meinem Leben immer eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Ich habe sehr viel gebetet, sowohl wenn ich traurig war, aber auch wenn ich sehr, sehr dankbar war. Das habe ich in meinem ganzen Leben immer so gehandhabt und immer so gemacht. Gott war in meinem, hat in, dementsprechend in meinem Leben immer eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Als ich begann, die Engel zu sehen, hat es erstmal angefangen, ich sah Lichtblitze, bunte Kugeln, ne, in verschiedenen Farbsequenzen, grün, gelb, rot, also ganz viele bunte Kugeln, die um mich herum schwebten und das konnte ich fand es immer wunderschön als Kind, aber zuordnen konnte ich das damals natürlich noch nicht. Dennoch war es, wie gesagt, sehr, sehr schön. Das muss man sagen. Dann irgendwann begannen diese Kugeln Form anzunehmen und ich begann zu hören, was sie mir sagten. Ich habe zwar im Hintergrund immer so ein paar Klänge wahrgenommen und Gesänge wahrgenommen, aber ich konnte auch das natürlich nicht zuordnen, habe es einfach als schön empfunden als Kind. Und irgendwann begann ich dann die Botschaften zu verstehen. Ich bekam Bilder, die die Zukunft betreffen und diese Bilder sind immer alle eingetreten. Klar, hat mich das mal beängstigt, aber ich hatte ja Gott sei Dank in der Familie wunderbare Menschen, die mich aufgefangen haben. Da war zum einen meine Tante, die mir das Kartenlegen beibrachte, meine Oma, mit der ich Jenseitskontakte machen konnte, beziehungsweise die mir das beibrachte, wie das geht. Und wir haben ganz, ganz viel damals mit meinem Urgroßvater kommuniziert. Ich erinnere mich noch sehr gut. Und das war alles sehr, sehr schön, muss man sagen. Dann gab es irgendwann meine erste direkte Konfrontation mit einem Verstorbenen und das war mein Großvater. Ich werde es niemals vergessen. Ich war so 14, 15 Jahre alt, als ich so diese direkte Konfrontation hatte. Ich denke, so um den Dreh wird es gewesen sein. Vielleicht auch jünger. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß aber noch, dass es ein Silvesterabend war. Ich war bei meiner Tante und wir haben Silvester gefeiert und sie bat mich abends nochmal zum Kiosk zu gehen, um mir etwas zu besorgen. Das tat ich dann. Und auf dem Weg dorthin sah ich auf einmal meinen Großvater, der einige Wochen davor gestorben war, mit seinem Hund spazieren gehen. Ich bekam Angst, rannte wie der Teufel, wie man so schön sagt, und bin zu meiner Tante zurückgegangen und habe ihr das erzählt. Und sie hat mich dann aufgefangen. Wir haben einen Jenseitskontakt durchgeführt, wo ich dann lernen durfte, dass diese ganze Begegnung in Wahrheit etwas Wunderschönes war. Und deswegen liebe ich das sehr. Ich liebe auch Jenseitskontakte zu machen, sehr für die Menschen. Irgendwann im Laufe meines Lebens begann ich dann Menschen zu beraten und das sind nun über 25 Jahre, die ich Menschen zu allen Lebensfragen und allen Lebensthemen berate. Ich habe ganz, ganz viele Projekte gehabt. Seit 2013 gebe ich einige Seminare. Ich freue mich, Ende November in Köln zum Beispiel wieder zu sein, in einem ausverkauften Seminar. Die Plätze sind alle weg. Nächstes Jahr kann ich schon verraten, werde ich meine Seminare in Stuttgart und Hamburg halten. Diese beiden Städte sind angedacht. Es ist noch nicht, Tickets sind noch nicht verfügbar, aber sobald es soweit ist, werde ich natürlich mich da genauer zu melden. Das ist ganz klar. Und dann habe ich meine eigenen Kartendecks kreiert, wie ihr vielleicht wisst, das Kraft der Engel-Orakel und die der Normand-Karten der goldenen Zeit, mit denen ich jeden Tag hier arbeite und jeden Tag für euch Tagestrends mache und natürlich die auch in meine Beratungen einfließen. Ich liebe es, mit diesen Karten zu arbeiten. Du kannst auf meiner Homepage, die im Übrigen bei beiden Decks kostenlos Karten ziehen. Es gibt ein Gratis-Orakel mit den Normand-Karten. Es gibt ein Gratis-Orakel mit dem Kraft der Engel-Orakel. Beides findest du auf meiner Homepage www.udo-goldmann.de. Dann findest du was
unter den kostenlosen Tools noch einen Blog, wo ganz, ganz viele spannende Artikel drin sind. Also und. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, eine persönliche Beratung zu buchen, wo ich mich sehr, sehr freue, wenn wir einen Termin finden, wenn ich dich beraten darf, für dich da sein darf. Dann ist das nämlich immer ein ganz, ganz kostbares und wertvolles Geschenk jeder Seele, der ich helfen darf und für die ich mit den Engeln arbeiten darf, das ist großartig, ich freue mich immer wieder. Und du kannst natürlich mit allen Fragen des Lebens zu mir kommen, ne? Und den Engeln und mir ist nichts fremd, also egal, was du auf dem Herzen hast. Hab den Mut, hol die Hilfe, du bist nicht allein. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Das war so mal ein bisschen zu meinem Background. Dann möchte ich hier ein paar Fragen, dann möchte ich jetzt noch gerade die Gelegenheit ergreifen, eine Frage zu beantworten, die in den Kommentaren gestellt wurde. Wie stehe ich zur Wissenschaft? Ich sage nur, ein gewisser Satz, gewisse wissenschaftliche Zusammenhänge, kommt immer darauf an, welchem Bereich habe ich mich sehr mit auseinandergesetzt und fand ich auch immer sinnvoll. Aber insgesamt, ich sage mal im Großen und Ganzen, wer glaubt, dass Wissenschaft Wissenschaft der ist in einer Illusion. Denn nicht die Wissenschaft bringt uns zu Gott, sondern zu Gott führt uns das Vertrauen, die Liebe und die Wärme, die um uns herum ist. Und wenn ich eines gelernt habe im Laufe meines Lebens, egal was ich für Ausbildungen gemacht habe und was für Abschlüsse und Studiengänge und was auch immer ich in meinem Leben gemacht habe, das, was mir wirklich immer nur was gebracht hat, war die Kommunikation mit den Engeln und darüber Gottes Botschaften zu empfangen. Denn diese haben immer gestimmt. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und freue mich, wenn ich dich bald in einer persönlichen Beratung oder in einem meiner Seminare im nächsten Jahr, dieses Jahr ist wie gesagt alles ausgebucht, es wird sicherlich noch Online-Seminare geben, aber Live-Seminare erst wieder 2021, denn dieses Jahr ist alles ausverkauft, begrüßen darf. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, Gott segne und beschütze dich. Bis bald, Udo Golfmann. Tschüss.